Nun kommt doch mal bitte her zu mir. Komm bitte ran hier. Kommt. Macht ein wenig Miet. Ruck doch mal zusammen. Hau gleich mal unter. Oder fass gleich mal beide Hände. Denn dann werdet ihr spüren, ihr seid unter Gleichgesinnten. Ihr seid unter Freunden. Ihr seid daheim. Wir sind noch nicht in Dresden, wo die Nationalhymne gesungen wird. Aber wir singen heute hier die erste Strophe unserer Hymne. Die Hymne unseres Erzgebirgs. Wir singen unter anderen Kinder. Heil euch! Heil euch, ihr deutschen Brüder, grüß Gott, viel tausend Wohl. Auf, sing deutsche Lieder, das halt von Berg zu Dol. Denn es gilt ja unerhabet in alter deutscher Drei. Lass weit ins Land neid dringe, dass man Erzgebirgler sei. Deutsch und frei wollen wir sein, da bleiben wir dabei, weil wir Erzgebirgler sei. Triumph! Ja! Und das nächste Mal, ihr guten Leute, tut mal angefallen und lernt wenigstens mal die erste Strophe unserer Hymne. Den Refrain kennen wir. Wollen wir den Refrain noch einmal? Ja! Wollen wir den noch einmal? Ja! Na dann stimmt mal! Wenn es euch gefallen wird, komme ich wieder. Danke mir. So, wir sind vor der Zeit schon ein Stück weit dran. Wir müssten eigentlich Schluss laufen, aber wir haben noch einen Niederdorfer Urgestein, der eigentlich heute was sagen wollte. Herr Munzer! Bei uns darf jeder reden, der Herr Munzer hat sich was einfallen lassen. Dann lassen wir nur auch reden, was er uns zu sagen hat. Werte Bürgerinnen und Bürger, Klingel! Ja! Ich hatte ein Erlebnis, welches mich stark bewegt. Ich war am Donnerstag, den 19.11.1930 in einem Einkaufsladen in Niederdorf einkaufen. Ein Vater aus dem Heim mit seinem Sohn, ca. 8 bis 9 Jahre alt, interessierten sich für Spielzeug. Sie standen an der Kasse vor mir, was glauben Sie, was gekauft wurde? Ein Spielzeugkarton, Polizei, Grundausstattung mit Pistole und Funkgerät für 14,99 €. Bezahlt wurde mit einem 20-Euro-Schein und die Kinderaugen leuchteten. Ich frage, sehen so vom Krieg traumatisierte Eltern und Kinder aus? Nein! Da meine Eltern aus Schlesien flüchten mussten, hatten sie wenig Hilfe und da wurde die Sorge um Lebensmittel vorangestellt. Ich sage hier und heute, Deutschland erwache! Nun greift... Nun drei Fragen.